Moin, liebe Fußballmanager und Fußballmanagement-Interessierten. Heute möchte ich mit euch über Rechtsform sprechen. Explizit über die Rechtsform der Aktiengesellschaft. Es gibt einige Aktiengesellschaften in Deutschland, im Fußballbusiness in Deutschland. Die berühmteste ist wahrscheinlich auch die erfolgreichste, der FC Bayern München, der als FC Bayern München AG eine Aktiengesellschaft halt ist. Und die haben, glaube ich, Ende der 90er, sobald es möglich war, die Rechtsform geändert und auf eine AG umfirmiert, also umgeswitcht von einem EV zu, ich glaube, es müsste, ja, vorher war EV-Pflicht und dann haben sie auf eine AG umgeswitcht. Es gibt noch ein paar andere Aktiengesellschaften, zum Beispiel der HSV. Da sieht man schon, eine Aktiengesellschaft, also die Rechtsform hat keine Aussagekraft bezüglich des Erfolgs. Und trotzdem können wir ja, will ich jetzt hier mal drauf eingehen, was denn so die Vorteile einer Aktiengesellschaft sind, was vielleicht auch die Nachteile sind, was es für Rechte und Pflichten gibt. Und ich fange an mal grundsätzlich, was eine Rechtsform ist. Eine Rechtsform ist eigentlich eine frei wählbare rechtliche Unternehmensstruktur. Ist jetzt aber nicht so leicht, wie es klingt, sondern es ist so, dass sie zwar frei wählbar ist, aber wenn du sie nicht frei wählst, hast du trotzdem eine. Und da ist immer gerne das genommene Beispiel der Fahrgemeinschaft. Ich glaube, jeder von uns hat mal eine Fahrgemeinschaft gemacht und war jetzt sich nicht im Klaren, dass er da eine rechtliche Bindung eingegangen ist. Aber irgendwann hat das Gesetz entschieden, dass man da eine rechtliche Bindung eingeht. Also die GbR eingeht, auch wenn man das gar nicht unbedingt wollte. Sinn dahinter ist einfach, wenn man die GbR eingeht, dann haftet man voll, weil es eine Personengesellschaft ist. Und wenn du als GbR etwas kaufst, beispielsweise auf der Fahrgemeinschaft, du fährst einmal tanken, keine Ahnung, dann kann der Tankwart auf jeden, der im Auto sitzenden oder und an der Fahrgemeinschaft teilnehmenden Parteien zugehen und sagen, bitte bezahlen. Und nicht, dass der dann sagt, nee, ich bin nicht zuständig, sondern dass es klar geregelt ist, dass jeder dann die mit Privatvermögen haftet bei einer GbR. Aber natürlich, irgendwann sollte man sich dann auch für eine Gesellschaftsform mal aktiv entscheiden und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist, dass man als Privatperson haftet. Das sind die sogenannten Personengesellschaften. Da gehört eine GbR mit rein zum Beispiel. Und da ist es dann halt, dass ich mit meinem Privatvermögen hafte. Das heißt, wenn ich als GbR eine Anschaffung mache im Millionenbereich, dann weiß ich, dass ich diese Million, also meinetwegen sogar auf Rechnung, dann weiß ich, dass ich diese Million bezahlen muss. Egal, was passiert, die können auf mich zukommen und sagen, zahl. Das ist jetzt natürlich manchmal ein bisschen unangenehm, gerade bei so einen Summen im Millionenbereich. Dementsprechend wurden auch die sogenannten juristischen Personen erfunden. Und das sind dann Gesellschaften, die über ein bestimmtes Grund, wo vorher ein bestimmtes Grundkapital nachgewiesen werden muss und dann darf es gegründet werden. Beispielsweise eine GmbH oder eben eine Aktiengesellschaft, kommen wir gleich zu, aber eine GmbH, da weiß man, 25.000 müssen eingezahlt werden und dann haftet die Gesellschaft mit den 25.000 Euro. Das heißt, ich hafte nicht mehr persönlich, oder ich muss nicht zwangsläufig als Gesellschafter persönlich haften.
Das kann sich, das ändert sich dann nochmal ein bisschen, wenn man dann eine Geschäftsführung übernimmt. Das sind ja zwei unterschiedliche Rollen. Und bei einer Aktiengesellschaft ist es dann einfach. Achso, und der zweite Punkt bei der Wahl der Rechtsform ist natürlich die Frage, wie kann ich Kapital beschaffen? Also der Weg eines Unternehmens ist ja normalerweise, also es gibt natürlich die von null starten und dann wachsen, aber es gibt auch viele Unternehmen, die sagen, ich will erst Geld einsammeln, dann nutze ich das für meinen Arbeitsprozess und zum Ende hin und danach verkaufe ich das und schaffe sozusagen eine Wertschöpfung und durch diese Wertschöpfung verdiene ich dann Geld. Aber dann brauche ich halt am Anfang erstmal ein bisschen Kapital. Es gibt ja auch viele gute, große Projekte, wo das extrem viel Sinn macht, und wo man halt auch extrem viele Leute oder mehr oder weniger viele Leute überzeugen muss bzw. möchte, um da mitzugehen, um dann das finanzieren zu können. Dann kommen wir jetzt einmal zur Aktiengesellschaft. Eine Aktiengesellschaft hat immer einen Aufsichtsrat. Die Geschäftsführung einer Aktiengesellschaft heißt Vorstand. Ist ganz lustig, dass es beim e.V. ja auch so ist, dass die Geschäftsführung der Vorstand heißt. Und die Aktiengesellschaft muss Hauptversammlung, also Aktionärsversammlung machen einmal im Jahr und da ganz deutlich zeigen, was sie denn umgesetzt hat und was nicht. Ja, also das Grundkapital von einer Aktiengesellschaft ist 50.000 Euro und das heißt, wenn du eine Aktiengesellschaft gründen musst, musst du zeigen, dass du 50.000 Euro hast. Du kannst sie dann für dein Unternehmen verwenden. Es ist jetzt nicht so, dass du die irgendwie bezahlen musst, alleine für den Notar. Oder ich sag mal, als Steuer an den Staat abgibst, sondern du musst nur zeigen, dass du musst nur nachweisen, dass du sie hast. Was aber meiner Ansicht nach auch schon schwer genug ist, aber aus Sicht der Fußballunternehmen ist es natürlich nicht schwierig, zumindest der großen Fußballunternehmen. Und wenn wir jetzt uns überlegen, was so. Warum, also was für unterschiedliche Aktionärsstrukturen es gibt, da will ich jetzt gar nicht nur auf Aktiengesellschaften, weil es gibt ein paar mehr Gesellschaften, die auch auf Aktien beruhen, die aber keine AGs sind, beispielsweise BVB mit der GmbH und Co. KG auf Aktien. Da können wir gleich mal, die sind ähnlich strukturiert wie organisiert wie Unterhaching. Die sind nämlich beide an der Börse. Mehr oder weniger erfolgreich, aber also ich glaube, mein letzter Stand war, dass der Aktienkurs von Unterhaching höher steht als der vom BVB. Aktienkurs, der kommt halt, der hat ja nichts mit dem sportlichen Erfolg zu tun, sondern mit der Erwartung, wie sich das Unternehmen mit der Erwartung der Aktionäre, wie sich das Unternehmen in Zukunft entwickelt. Und solange es keine Super League gibt, ist halt Bundesliga die höchste Liga, die wir haben. Und da hat alleine schon sportlich Unterhaching natürlich als Drittligist ein bisschen mehr Luft nach oben, weshalb die Aktionäre natürlich die Erwartung haben könnten, dass das Wachstum des Unternehmens, also der von Unterhaching größer ist als das vom BVB. Ob das der Fall ist, das wird man dann halt im Rückblick irgendwann mal sehen, ob Unterhaching es wirklich schafft, bald vielleicht 5 Jahren,
in der ersten Liga aufzutauchen. Das wäre dann sportlich schon ein großer Wachstum. Wirtschaftlich muss man dann natürlich auch gucken, wie sie das ganze Thema angehen und ob das dann wirklich noch für die Aktionäre interessant, also ob das dann für die Aktionäre ein interessanter Investment Case war oder eben nicht. Wenn wir uns angucken, was alles da dran hängt, wenn wir eine AG gründen, dann sehen wir, dass es schon einiges. Es gibt noch ein paar mehr Aktionärsstrukturen. Der FC Bayern hat natürlich auch eine, die haben ja 25%, glaube ich, der Anteile der AG verkauft. Zu Summen, die mehr als ordentlich sind. Und ja, die haben es halt nicht, die haben es halt an Firmen verkauft. Ich glaube Adidas, Audi und den dritten, weiß ich nicht mehr. Aber irgendwie an drei verschiedene, die auch nur dann 8,33% Unternehmensanteile haben. Und dementsprechend sehr interessant, wie Bayern das gemacht hat. Dann gibt es natürlich die Großinvestoren. Also ich würde sie im Fußball als Großinvestoren bezeichnen, weil sie halt als eins, also man muss halt sich überlegen, es dürfen ja nur 50% der Aktie oder der Unternehmensanteile verkauft werden, weil die anderen 50 plus 1 Prozent müssen halt im EV bleiben, und wenn man da dann 17 bis 20% hat, dann ist das schon einiges. Und da gibt es halt Privatpersonen, die das halt gemacht haben. Panoramev bei dem KfC Uerdingen hat das. Ich glaube, wahrscheinlich hat er sogar die komplette. Also man kann noch mal ein bisschen unterteilen. Ich glaube, also zumindest hat er die komplette Macht in dem Verein. Verantwortung übernimmt er nicht. Darum würde ich nicht sagen, er hat die komplette Verantwortung. Dann Klaus-Michael Kühne, gleiches, hat zwar nur 17 bis 20% oder so ein Blödsinn, aber übernimmt halt auch keine Verantwortung. Ist nicht im Aufsichtsrat drin, repräsentiert keine. Repräsentiert die Investoren nicht, auch wenn er für die Medien sie schon repräsentiert, aber übernimmt keine sinnvolle Funktion. Und dementsprechend, das sind so die Sachen, die mir aufgefallen sind. Was mir immer auffällt, ist, solange der Investor entweder, dass es einfach viele sind, und es gibt wirklich keinen Großinvestor. Das heißt, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber man kann bestimmt sagen, jede Person darf nur eine Maximalanzahl an Aktien von diesem Unternehmen halten. Dann hast du natürlich eine große Masse an Investoren, wenn du an der Börse bist, die nicht reagieren, also die nicht. Die es schwierig haben, sich zu formieren und dann sehr viel Druck auszuüben, außer natürlich auf der Hauptversammlung. Aber es wird bei so einer Investorenstruktur wird es schwierig sein, über die Medien Politik und Stimmung zu machen. Anders ist es natürlich, wenn man eine Privatperson hat, also so ein Klaus-Michael Kühne, jeder, der in Hamburg wohnt, kennt ihn, zumindest aus den Medien. Und jeder, der den HSV verfolgt, kennt ihn. Ich glaube auch jeder, der Fußball verfolgt in Deutschland, kennt ihn. Ich muss sagen, also im Fußball wird ja gerne Hoffenheim angefeindet. Aber das, was der beim HSV macht, boah. Das ist noch mal zehnmal schlimmer, weil man kann immer sagen, ja, der HSV macht schlechte Arbeit.
gehe ich auch alles mit, aber um gute Arbeit zu machen, brauchst du halt auch gute Rahmenbedingungen. Das braucht jeder Mensch. Und wenn man sich dann Klaus-Michael Kühne anlacht und den dann auch noch als einzigen großen Investor sich anlacht, dann ist folgendes Problem, dass er halt von den Medien gut Gehör bekommt und das nicht aus Investorensicht nicht clever nutzt, sondern er kritisiert den Verein aufs Schärfste. Auch das reduziert ja wieder den wahren Wert seines Engagements, was dazu führt, dass der HSV auch es schwieriger hat in Verhandlungen, das heißt mehr Geld zahlen muss, weil man kann halt, also man geht halt mit einer Grundintention, also mit einem Grundselbstbild und mit der öffentlichen Wahrnehmung in Verhandlungen rein und dementsprechend schwächt er den HSV meiner Ansicht nach massiv. Und Panorama, egal wen ich da aufzähle, okay, Dietmar Hopp ist was anderes, aber der ist jetzt nicht bald zu einem riesen Traditionsverein gegangen und hat gesagt, ja, ich mache das für euch, sondern der hat sich seinen Dorfkickverein da in der Kreisliga oder so geholt und hat gesagt, komm, ich unterstütze euch und dann ist daraus halt was gewachsen. Das zeigt ja auch einen ganz anderen Ansatz und wie er das gemacht hat, ist ja auch viel, viel tiefgründiger, als dass er jetzt bei einem Kreisligisten in die Medien gegangen ist. Ja, ich helfe dem Verein gerade und ich mache mich hier gerade wichtig. Das Gefühl habe ich bei anderen Investoren allerdings schon sehr, 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 sehr krass, dass sie da gerne sich wichtig machen, obwohl sie offiziell, also von den Strukturen her, eigentlich nichts zu melden haben, aber natürlich sehr gut. Und sehr viel Spaß daran haben, Stimmung zu machen. Wenn wir jetzt, dementsprechend würde ich immer empfehlen, meine persönliche Meinung, entweder Börse, also sehr, sehr viele Investoren bekommen, mit der Begrenzung an Anzahl an Aktien pro Person. Wobei man natürlich dann auch das Problem hat, man hat, dass eine ganze Familie Anteilseigner werden könnte. Und dann hat man halt, je nach Größe der Familie, da dann halt auch einen großen Investorenkreis, der extrem viel Macht und Einfluss übernehmen könnte. Das Risiko könnte man eingehen. Oder die andere Variante, die ich noch besser finde, ist Investoren als juristische Person. Also bedeutet das Unternehmen, die Anteile kaufen. Da ist dann natürlich so, dass Unternehmen das rechtfertigen muss vor allen Mitarbeitern, vor allen Kunden, vor allen Stakeholdern. Dass ein Unternehmen sich dafür entscheidet, ist schon schwierig. Aber ich denke, das ist dementsprechend muss sich das Fußballunternehmen deutlich mehr anstrengen, da jemanden zu finden. Aber die Anstrengung lohnt sich meiner Ansicht nach sehr, weil die Cases, die daraus entstehen, erfolgreich sind und ein normales Unternehmen kann in der Kommunikation gar nicht so emotional sportlich gesehen werden. Also man hat es jetzt mal gesehen, ein Beispiel aus der dritten Liga, was ich jetzt mitbekommen habe, MSV Duisburg hatte mal einen Sponsor, der jetzt gesagt hat, er möchte nicht mehr Sponsor sein aufgrund eines Trainerwechsels. Aber der hat dann auch nicht gesagt, so, das mache ich jetzt nicht auf heute auf morgen, sondern irgendwie jetzt bis Ende des Jahres macht er dann noch weiter und danach ist er halt kein Sponsor mehr. Und ja, im Prinzip halte ich das für deutlich sinnvoller, da zu gucken, dass man sich da eher juristische Personen, die halt sich das genau überlegen müssen, was natürlich was es schwieriger macht, aber was dann die Basis für Erfolg, was dann ein besseres Fundament ist für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Dementsprechend würde ich das empfehlen. Ja, wenn wir jetzt uns angucken, welche Vorteile hatten eine AG, dann muss man ja mal sagen, im Verhältnis zu was und da alle
Fußballunternehmen bis vor, was weiß ich, 23, 24 Jahren EVs sein mussten, würde ich jetzt einfach das mit einem EV vergleichen. Der EV hat halt vom Kapital, das hat halt drei mögliche Säulen: Spenden, Sponsoren und Mitgliedsbeiträge. Macht eigentlich schon seit, ich würde sagen, seit Anfang der 60, also seit Anfang der Bundesliga, also seit 1963, spätestens da war Fußball ein Business und dementsprechend hat das da schon keinen Sinn gemacht, dass der DFB darauf Wert gelegt hat, dass es ein EV bleibt, weil das war in die eigene Tasche lügen. Und ich bin immer noch verwundert, dass da kein Anwalt mit Langeweile dagegen angegangen ist und gesagt hat, ey Leute, das sind Wirtschaftsunternehmen, die müssen auch als Wirtschaftsunternehmen geführt werden. Auf der anderen Seite, es interessiert halt auch keinen. Man sieht es jetzt auch wieder in der Corona-Krise. Es interessiert keinen, dass Fußball keinen Sinn macht, jetzt Fußball zu spielen, sondern es wird Fußball gespielt. Also irgendwie, ich weiß nicht genau warum, aber Fußball hat irgendwie ein Standing, welches ich schon absurd finde. Dann das nächste Thema ist, dass, also wenn wir jetzt gucken, was halt das Problem ist, du hast mit einer AG hat man extrem große Pflichten im Bereich externes Rechnungswesen. Was soll der Staat oder was kriegt der Staat, beziehungsweise was muss die Bevölkerung erfahren, die Aktionäre, also was kann sich alles, was soll, muss man alles zur Verfügung stellen? Und das ist halt alle Geschäfte, also ich habe teilweise das Gefühl, während man bei einem EV, wenn man das Budget für die für das Rechnungslegen, für die Rechnungslegung nicht mit einplant, dann braucht man den EV nicht aufgrund von Liquiditätsproblemen aufzulösen. Bei einer AG kann ich mir das schon gut vorstellen. Wenn ich mir vorstelle, wie man das alles prüfen lassen muss von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Und ich glaube, das ist so teuer, dass das dann, dass bei, wenn man das vergisst, mit einzuplanen, dass man dann auch schnell einen sehr, sehr großen Liquiditätsengpass bekommt. Und dementsprechend muss man natürlich auch mehr Juristen einstellen, weil das Risiko halt deutlich höher ist. Aber der große Vorteil ist halt auch die Möglichkeit, Kapital zu generieren, also Kapital einzunehmen, um das dann zu transformieren und dann eine Wertschöpfung zu generieren und Geld zu verdienen. Das ist beim EV gar nicht Sinn und Zweck des Ganzen und dementsprechend hätte man meiner Ansicht nach als DFB schon deutlich früher die Kapitalgesellschaften oder ja, die Kapitalgesellschaften, die Ausgliederung der AG, die Ausgliederung der Fußballabteilung legitimieren müssen und zu sich selbst ehrlich sein. Jetzt ist es aber auch schon so, dementsprechend können wir das Thema abhaken. Das war es jetzt von heute zum Thema Aktiengesellschaft. War jetzt mal vielleicht ein bisschen informativer. Übrigens, wenn einer von euch weiß, wie das funktioniert, dass der Verein also ein e.V. Mutterunternehmen von einer AG ist. Und die normalerweise übernehmen ja in der Wirtschaft, übernehmen ja die Mutterkonzerne dann, müssen ausgleichen, müssen die Gewinne bzw. auch Verluste ausgleichen von ihren Töchterunternehmen. Wenn einer von euch weiß, wie das im Fußball, wie man das da rechtlich regelt, das würde mich super freuen, wenn ihr da irgendwie einen kurzen Kommentar da lasst und mir das dann erklärt, weil diese Frage stelle ich mir wirklich seit mittlerweile 5, 6 Jahren
Weil der IV das ja überhaupt gar nicht, also der darf ja gar keine Gewinne machen, wie soll er das dann ausgleichen, von welchem Kapital? Und er darf sie ja auch nicht zweckfremd Kapital verwenden. Dementsprechend interessiert mich das sehr, wie das geregelt ist, beziehungsweise wie dann eventuell im Falle einer Insolvenz agiert werden muss. Und ich würde mich freuen, wenn sich da jemand auskennt und mir dann schreibt. Und ja, das war's mit diesem Video für heute. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und wenn es nicht im Videoformat ist, dann könnt ihr auch gerne mal über Spotify Fußballmanagement bei Felix gucken. Da gibt es genau den gleichen Content, nur halt ohne Bild als Podcast. So, und wenn ihr immer noch nicht genug von mir habt, dann holt euch meinen Online-Kurs, der ist jetzt verfügbar. Scrollt mal runter in der YouTube-Beschreibung findet ihr sowohl den Link zu meiner Website als auch den Link direkt zum Kurs. Ihr findet sowohl direkt beim Produkt alle Informationen als auch auf der Website. Wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, dann sprecht mich gerne an. Schreibt mir und ein paar wichtige Informationen gibt es dann auch schon. Gibt es auch schon in einem Video, was ich zu dem Thema gemacht habe. Also lasst euch das Angebot nicht entgehen und holt euch den Online-Kurs.